Im Hotsportzentrum war am 9. November Futsal Pandas Köln zu Gast. Im Vorfeld wettete vielleicht so mancher darauf, dass der Gastgeber Hot 05 Futsal haushoch überlegen sein wird. Immerhin führte das Team bislang ungeschlagen die Bundesliga-Tabelle an. Köln dagegen war erst aufgestiegen und hatte 2 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen auf dem Konto. Nach Anpfiff der Partie machte Hot 05 Futsal sofort Druck. Nach 3 Minuten dann der erste Treffer. André Remenetz brachte die Gastgeber in Führung. Wer hoffte, dass nun das Torfestival eröffnet war, wurde enttäuscht. Erst 6 Minuten später fiel überraschend nach einem Eckball der Ausgleichstreffer für Futsal Pandas Köln. Schütze Tim Weißwange. Die Kölner waren ohne Zweifel ein schwieriges Team, das darauf setzte, frühzeitig den Spielfluss der Hohenstein-Ernsthaler zu stören. Die Gastgeber bissen sich an diesem Tag viele Zähne aus. Endlich in der 16. Minute konnte sich Marvin Pergovic durchsetzen und erzielte den Führungstreffer für Hot 05 Futsal. Beim 2:1 blieb es letztendlich. Die Hohenstein-Ernsthaler bauten damit ihre Tabellenführung in der Bundesliga aus. Zum nächsten Heimspieltag am 23. November wird im Hotsportzentrum der MCH Futsal Club Bielefeld empfangen.